Hallo, seht ihr mal wieder an seinem Mikrofon und ich mache heute mein nächstes Video zu Vindictus. Das ist heute mal, ja, so eine Art Tutorial eigentlich. Ich habe ja vom User ein paar Fragen bekommen gekriegt, wie man am besten levelt, am besten Gold macht und halt so ein paar Kniffe, ein paar Tricks. Ich werde das heute alles ziemlich generell halten, also ich werde ein bisschen ins Detail gehen. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, wa? Also, ich gehe einfach mit der ersten Frage los, wie man am besten levelt. Ich habe rausgefunden eigentlich, dass das gar nicht so viel bringt, alles alleine zu machen. Es ist eigentlich immer gut, wenn man einen Kumpel hat, sagen wir mal, ein bester Kumpel oder ein Gamerfreund, der das Game auch zockt, oder man sucht sich einfach einen Kumpel in irgendeiner Gilde oder weiß ich was, findet Leute, die halt mit einem leveln wollen, das alles zu zweit, zu dritt oder sogar zu viert machen. Erstens ist man schneller. Und zweitens gibt es einen sogenannten Gildenbonus. Also es bringt hier sogar was, in einer Gilde zu sein, zusammen. Und zwar, wenn man mit einem Spieler zusammen in einer Gilde ist und zusammen mit den Dungeons macht, kriegt man dann 10% mehr XP. Und das ist dann doch schon mehr, ziemlich deftig. Dann hat er noch gefragt, wo kann man am besten leveln, was gibt es so für Levelgebiete. Also ich sag mal, im Grunde kann man gar nicht sagen, wo gibt es die besten Levelgebiete. Also es gibt zwei, drei, die sind aber noch nicht in den Anfangsleveln. Also sie sind recht weit hinten, so von 32 bis 41 und dann aufwärts kommen erst wirklich, wo man sagen kann, da kann man richtig krass leveln, das schafft man richtig krass schnell. Es gibt ein Spiel, ein Spiel sag ich schon, es gibt einen Dungeon, was ich gleich noch erzähle, da kann man richtig gut leveln, das machen uns raten auch sehr viel, dass man da wirklich leveln sollte. Aber wir gehen einfach mal in die ersten Level rein, um mal zu erklären, wie man schnell leveln kann. Und zwar in Vindictus ist es ja so gestartet, man hat es ja als bei Dungeons. Das heißt, man levelt ja in Dungeons etc. Und es gibt halt bestimmte Dungeons, da kriegt man ein bisschen mehr XP, die gehen ein bisschen schneller. Es gibt bestimmte Dungeons, da kriegt man ein bisschen weniger XP und die dauern ein bisschen länger. Ist ja leider so. Und rauszupicken, die Dungeons, ist eigentlich ja so ein bisschen mit eurer Aufgabe. Also ich kann euch ein paar nennen, wo man sagen kann, hey, die gehen leicht oder die gehen recht schnell. Zum Beispiel ist es Friends, die bringen richtig gut XP und auch Revenge. Also es ist gerade noch auf Englisch. Also Friends heißt ja Freunde, Fragezeichen, und Revenge heißt ja Rache. Die bringen wirklich recht viel. Und es ist halt immer so eine Sache, was wirklich viel bringt, was ich sagen kann. Also ich kann so ein paar Kniffs und ein paar Tricks erzählen. Also was immer gut ist, ist alles auf Hard machen. Wenn wir jetzt sagen, man kriegt für eine Dungeons 100.000 XP. Einfach mal so eine fiktive Zahl. Ich krieg fürs Dungeon 100.000 XP. Dann ist in diesen 100.000 XP dieser Hardcore-Bonus, also dieses Hard-Bonus mit drin. Das kann manchmal bis zu 33.000 betragen. Das heißt, es sind 33% von diesen 100.000 allein für das, allein dass da Hard steht. Es ist gar nicht mal so viel härter. Also es geht eigentlich immer noch. Gegner sind halt ein bisschen härter, die haben ein bisschen mehr Angriff, die haben aber nicht mehr Leben oder so. Und es geht immer noch. Mit einer guten Gruppe schafft man eigentlich alles auf Hard. Man schafft am Anfang sogar alles alleine. Also bis Level 10 schafft man eigentlich fast alles alleine. Und ich sag mal so, ich hab irgendwie gerade schlecht Luft, ich weiß nicht warum. Ich sag mal so. Buddy joined your channel. Ich bin gerade immer auf TS, ich merke immer, dass ich immer in TS bin. Ich sag das mal so. Es gibt gewisse Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel Session of Macher. Das heißt in Deutsch Session von Macher. ist so eine Sache, da wird das nochmal ein bisschen schwerer. Also es wird nochmal schwerer. Aber dafür kriegt man nochmal eine XP-Steigerung von knapp 20% ungefähr. Das ist dann nochmal also 20.000, 22.000, die du noch dazu kriegst. Und hätte man das beides nicht drin, dann kann man eigentlich sagen, hat man eigentlich, sagen wir mal, nur 47.000 allein nur durch das ganz normale Dungeon. Also es sind immer so ein paar Kniffe, die man sagen kann, okay, hey, ich habe eine gute Gruppe, ich habe meinetwegen meinen besten Kumpel spielt mit mir, ich kenne den, wir spielen gut zusammen. Wir machen, so wie ich es mit Marvin gemacht habe, wir machen ja alles durch auf Session, auf Macher, auf Hard, es läuft alles. Ey, ihr macht wirklich schnell Level, Leute. Ihr levelt echt schnell. Was auch immer gut ist, ist, man hat eine Vierergruppe und man sagt, hey, zu viel geht nochmal alles schneller. Denn am besten ist noch,
wartet oder macht zum Beispiel Dungeons und wartet, bis ihr für diese Dungeons Quests habt. Weil es ist ja praktisch. Ihr macht ja zwei Fliegen in einer Klappe. Ihr geht ins Dungeon rein, macht das Dungeon, kriegt dafür XP und macht gleichzeitig noch die Quest und kriegt dafür nochmal XP. Also guckt da mal so ein bisschen, geht da ein bisschen strategisch ran. Hey, wo habe ich gerade meine Quests oder gehe ich immer rein ins Dungeon? Und dann kriegt man meistens durch Folgequests auch nochmal die Quests fürs nächste Dungeon. Also dann ist das schon ein bisschen alles gestaffelt, so man kann man so ein bisschen mit Strategie oder man sagt, hey, ich habe da irgendwelche Materialien, die ich brauche, dann gehe ich da mal schnell rein und machst du so lange die Materialien, wenn du eine andere Quest hast. Da kann man sich ziemlich gut absprechen. So. Was dann nachher kommt in puncto Level, ist in der Dungeon Folge 32 bis 41 der letzte Endboss. Und zwar Versteck, das ist eine Riesenspinne, gegen die man kämpft. Hat man eine gute Gruppe, und ich sage eine gute Gruppe, weil da braucht man wirklich eine gute Gruppe für, dann schafft man diesen Boss in 2 Minuten. Und man kriegt ungefähr 100.000 XP. In Hard und Session of Macher. Das sehe ich gerade, ihr kriegt 40.000 so und ihr kriegt 60.000 nochmal durch Hard und Session of Macher. Nur so zum Vergleich. Also wie gesagt, 100.000. 2 Minuten, jetzt könnt ihr hochrechnen. 100.000 sind auf Level 41, naja, 11-12% bestimmt. Das heißt, ihr macht in 2 Minuten, macht ihr 11%, sagen wir mal 10%. So, 6 Minuten sind es schon 30%. Und immer so weiter. Also, das ist wirklich ein Level-Gebiet, wo man sagt, hey, man ist 41-40, man hat die Quests dafür, geht da rein, verdammt, und levelt, was ich, 5-6 Level hoch. Wo ihr sagen könnt, okay, jetzt kann ich noch jetzt komme ich noch mit meinen Dungeons so ein bisschen hinterher, jetzt habe ich ein bisschen vorgelevelt, jetzt automatisch werden auch die Bosse einfacher, man hat bessere Waffen, man hat besseres Equip vielleicht, man ist schon in der nächsten Stufe vom Equip, dass man das jetzt holen kann. Macht es einfach. Und ich meine, die Materialien kann man auch für ein bisschen billig Geld verkaufen, die man da kriegt, dann kriegt man auch noch ein bisschen Geld hinterher geschmissen. Es ist eigentlich immer ziemlich gut. Also da habe ich wirklich, ich glaube, bestimmt 15 Level gemacht in diesem Dungeon. Und habe letztendlich auch von Level 55 bis 60 da hochgelevelt. Also es ist echt wirklich super. So. Dann, also ich muss mich entschuldigen, irgendwie kriege ich gerade schlecht Luft. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. So, dann war die nächste Frage. Wie mache ich am besten Gold? Ach ja, eigentlich noch zum Leveln. Ist eigentlich noch so ein bisschen Gold verfochten. Leute, für jeden, der faul ist, und verdammt, ich weiß, es gibt viele draußen, die wirklich faul sind, macht alle Quests, macht auch die Nebenquests. Leute, die bringen euch so viel XP, das bringt euch manchmal sogar mehr, als in den Dungeon zu gehen, so eine Quest abzuwählen, in der Stadt rumzurennen. Also wir haben schon Quests erlebt, da mussten wir zu zwei Leuten rennen, auf einmal hatten wir 80.000 XP, oder wir haben einfach mal durchgeklickt und haben 2 Quests auf einmal erfüllt. Und haben für beide da 40.000 XP bekommen. Also Leute, macht wirklich Nebenquests. Es lohnt sich echt, ich sag's jetzt echt nicht nur aus irgendeinem Grund euch zur Nebenquest zu verführen. Es bringt wirklich was. Es ohne Ende. Wir haben wirklich XP ohne Ende durchgemacht. Ich glaube, ich habe allein durch die Nebenquests bestimmt 20 Level gemacht. Locker. Allein durch die Quests. Man macht massig Geld in den Quests. Das ist auch so ein Aspekt. Man macht eigentlich richtig Geld in diesen Nebenquests, weil man verdient immer wieder Geld dazu. So. Wir, genau, leiten gleich mal über zum Geld. Und zwar war die nächste Frage von dem User, wie mache ich denn am besten Geld? Ich sag mal so, Geld machen kann man eigentlich nur durch Mats farmen. Mats sind Materialien für Sachen, die man halt fusen möchte. Zum Beispiel, ich habe jetzt ein Schwert, braucht dafür 15 mal Irokult Hörner und weiß ich da was. Da muss man diese Mats sammeln. Und diese Mats bringen ordentlich Kohle. Wenn ich ordentlich Kohle meine, meine ich ordentlich Kohle. Die bringen richtig viel Geld. Und ich gehe mal rein hier, Horrors Deepest. Und in das Dungeon, in den Raid, Irukul. Irukul ist ein Endboss, der dauert ziemlich lange. Das ist auch kein Raid zum Level eigentlich. Das ist mehr Raid zum Mats Farm, zum Geld machen. AP Farm auch, kann man auch nehmen. Irukul. Die Hörner von denen, die ihr hier seht, die kann man mit Sperren abwerfen. Und die zerbrechen dann und droppen als Item. Eins und Horn ist 40.000 wert. Es bricht immer ein Horn ab pro Irukul. Das heißt, wenn ihr da 10, 20 mal reingeht, ihr schafft es jedes Mal diese Hörner abzuschlagen und kriegt dieses Horn, habt ihr ordentlich Knete, habt ihr 240.000, also entweder 200.000 oder 20 mal 400.000. Es lohnt sich allemal. Also wenn ihr wirklich Geld farmen geht in den Markt, guckt, was ist so ein bisschen teuer, wo kriege ich es her?
Dann guckt euch die Raids aus, sucht euch eine Gruppe, geht in eine Gilde, sagt, hey, ich will hier ein bisschen Mats farmen, werden wir mitmachen. Es gibt bestimmt immer Leute, die sagen, ah, ich mach mit und hey, kein Problem, mach ich auch. Macht das, das lohnt sich echt, also. Also so viel eigentlich zum Thema also Gold farmen. So richtig Items farmen kann man ja, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, man kriegt keine Items gedroppt. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. So, was noch? Die nächste Frage war eigentlich zu paar Kniffe und Tricks. Es gibt eigentlich keine großen Kniffe und Tricks. Wie gesagt, der größte Trick ist eigentlich, macht es nicht alles alleine. Macht das ein bisschen in einer Gruppe, sucht euch die richtigen Raids aus. Es gibt eine coole Wiki-Seite, da werden alle Chars erklärt und bla 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 und wie ihr skillt und was ihr macht und wo ihr reingehen könnt. Poste ich euch unter dem Video hier in der Beschreibung. Raufgehen, angucken, es sei auf Englisch. Ja, für alle, die nicht Englisch können. Google Übersetzer hilft eigentlich immer. Ist wirklich sehr hilfreich. Da habe ich auch meinen Char nachgebaut und ich bin immer noch zufrieden. Ich habe einen guten Damage Output. Ja. Das soll eigentlich erstmal so ein bisschen Tutorial gewesen sein, ein bisschen alles ein bisschen erklären, zeigen. Des Weiteren will ich noch einen kleinen Aufruf machen, und zwar, wenn ihr Fragen habt, bitte schickt mir jede Art von Fragen. Nicht als Kommentar. Wenn es wichtige Fragen sind, schickt mir die bitte als persönliche, Mann Gottes, wäre das sonst so schwer irgendwie. Persönliche Message. Ich habe schon gemerkt, dass ich irgendwie nicht alle Kommentare angezeigt bekomme von YouTube und das ist ein bisschen schade, weil ich habe auch vorhin wieder auf mein Zirkup-Video irgendwelche Kommentare gefunden, die waren schon wieder 5 Tage alt und ich denke so, hey, das hast du niemals gesehen, guck auch nach, nicht angezeigt bekommen, es waren auch wichtige Fragen dabei, also wenn ihr wirklich wichtige Fragen habt, schickt mir das echt per PN, das ist der einzige wirklich sichere Weg, dass ich auch darauf antworte und ich antworte euch auf jede PN. Ich glaube, ich habe bisher 2 PNs, weil die Fragen eigentlich ja, ein bisschen dumm waren oder ich sage mal, das Deutsch jetzt nicht so ausreichend war, dass ich gesagt habe, okay, die Frage kann ich jetzt in irgendeiner Art beantworten oder die möchte ich auch gerne zurückschreiben. Also wenn ihr nett schreibt und irgendwie, keine Ahnung, macht's einfach in einer netten Ausdrucksweise und in einem guten Deutsch. Da ich auch verstehe, was ich da lese, bevor ich dann 30 Mal zurückschreiben muss, was meinst du denn eigentlich jetzt nun? Ja, das soll eigentlich erstmal alles gewesen sein. Weitere Videos kommen jetzt noch, Battlefield kommt jetzt noch, Gameplays, will alle Maps machen, alle Maps zeigen von Battlefield. Momentan suche ich noch ein Let's Play, mein nächstes, dann folgt 4 Video, und zwar, habe ich ja damals ein 4-Let's-Play gemacht, und... Aber das ist eigentlich, das kann ich in irgendeinem Info-Video mal mehr machen. Ja, das ist eigentlich mal alles von Videos, wenn noch Fragen sind, entweder Kommentar, oder wenn es wichtige Fragen sind, PNs. Oh, man sieht sich in den nächsten Games, haut da rein.